Ein großer Philosoph meinte, wir sind sterblich, wo wir lieblos sind, unsterblich, wo wir lieben. Sie hat Liebe gelebt, die Liebe zur Musik, zur Kunst, zum Mann und zum schwarzen Humor. Nach einem schönen Leben, das wie ein langer, schöner Fluss war, mal langsamer, mal schneller, steuere ich geradewegs auf die Niagara-Fälle zu. In jener Zeit, die nun vergangen ist, hat er mich manches Liebe mal gestemmt. Und wenn kein Zaster war, hat er mich angehaucht. Da hieß es gleich, du, ich versetz dein Hemd. Ein Hemd ganz gut, aber ohne geht's auch. Ich habe Margot in den 60er Jahren kennengelernt. Und weil ich selber Tänzer war, mochte ich immer so Frauen, wo die Beine nach im Himmel. Und Margot war so eine super, super Tänzerin. Und das war der erste Beginn. Margot fing an, Kabarett zu machen, weil die war damals am Ende ihrer Tanzkarriere. Ich war wahnsinnig angetörnt, weil die hatte so eine starke Persönlichkeit. Da war keine große Sängerin, aber wie die sich repräsentiert hat, das war wahnsinnig. Zwischenzeit habe ich ihre Mutter kennengelernt und die war sehr krank. Und ich habe ihr versprochen, dass ich Margot wirklich hinbringe, wo sie gehört, dass ich die manage, für die schreiben werde. Ich habe Anfang an auch die Live-Auftritte mit ihr mitgesungen, dass der Preis von ihr etwas, weil ich war bekannt und die Leute kannten Margot nicht im Showgeschäft. Wir haben 3 goldene LPs geschafft und ich war glücklich, dass Margot das geschafft hat und ich mein Wort gehalten habe und mein Versprechen zu ihrer verstorbenen Mutter gehalten habe. Er sah mich bloß an und war sehr keck. Doch bekam ich bald meinen ersten Schreck. Schon am ersten Tag, mitten auf der Rambla, saßen wir und plötzlich war er weg. Für mich war wichtig, dass Margot interpretieren kann. Also die Art. Sachen gesungen, wo der Text wahnsinnig wichtig war. Die hat super, super, super das gebracht. Die war eine Entertainerin, mehr als eine Sängerin. Eine ganz starke Frau, eine ganz starke, also auf der Bühne. Es war ein Gigant. Am Anfang suche ich mit Blicken meine Beute zu umstricken. Und wenn das nicht hilft, pack ich erst richtig aus. Ich verliere still und leise Taschentücher bündelweise und tut er dann immer noch ganz unschuldsvoll. Fahr ich ohne Land zu sagen im Frontal in seinen Wagen und als Unfallgrund geb ich zu Protokoll. So ein Mann, zieht mich unwahrscheinlich an. Dieser Wuchs, diese Kraft, weckt in mir die Leidenschaft. So ein Mann, macht mich zappelig und nervös. Und schon ist es passiert, bitte seien Sie mir nicht bös. Margot war ein sehr begabte, schwierige, aber gute Entertainerin, hat das Showgeschäft in Deutschland verloren. Irgendwann kann es geschehen, dass was Herrliches passiert. Dass du eines Abends plötzlich wie ein Stern den Himmel siehst. Und die Menschen applaudieren wie verrückt, du glaubst es kaum. Und ich bin vor Glück besoffen, hier erfüllt sich jetzt mein Traum. Unser Beruf ist gnadenlos. Wenn man Erfolg sind, alle da. Wenn kein Erfolg, da kommen auch die Leute mit dem Fuß drauf.
Und die hatte sehr viele Feinde. Also ich glaube, dass das in bestimmte Sekunden, ein Mensch ist fähig zu Sachen, was man nie vorstellen kann. Und wenn man Glück hat, dann fängt dich wer auf. Der sagt dir lachend, Mensch, gib doch nichts drauf. Oh, da unten, so geht dieses Spiel. Ein Messer in den Rücken, läufst du ein in das Ziel. Und drauf ein Prost, dann, sonst schaffst du es nie. Ja, das ist dann eine schöne Philosophie. Ich habe meinen Job richtig gemacht, ihrer Mutter gegenüber, Margot gegenüber. Und es tut mir sehr leid, dass so ein Talent verloren gegangen ist.